Ja, vielen Dank, Herr Bauknecht, für die Einführung. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier heute stehen kann, um speziell eben mal diese ganze Thematik Investitionen in Speichern aus einer Unternehmenssicht darstellen zu können, weil wir als TriNL befassen uns momentan mit dem Thema. Das ist ja kein Geheimnis, das ist ja auch seit gut einem Jahr, glaube ich, in der Presse, dass wir momentan an drei Speicherstandorten auch prüfen, inwieweit es sich lohnt, dort in Pumpspeicherkraftwerke zu investieren. Und in diesem ganzen Konstrukt fällt natürlich auch ein wesentlicher Baustein mit hinein, und das ist einfach die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Kraftwerke. Ich möchte hier in dem heutigen Vortrag im Endeffekt auf zwei Aspekte eingehen. Zum einen nämlich einmal darzustellen, wie stellen sich eigentlich heute oder in den vergangenen Jahren die Erlöspotenziale von Speichern dar, und jetzt wieder aus der unternehmerischen Sicht getrieben, was kann ich denn eigentlich machen, um meine Investitionen, die ich tätigen möchte, entsprechend zu fundieren. Sprich, was hilft mir eine Analyse, die nachher zu einem Ergebnis kommt, Pumpspeicher sind oder Speicher allgemein sind nicht lukrativ, oder die Unsicherheiten, die bei diesem ganzen Thema existieren, sind so groß, dass ich eigentlich gar keine verlässlichen Rahmenbedingungen vorfinde, um auch wirklich zu investieren. Und das ist nachher der zweite Block, auf den ich hier eingehen möchte. Grundsätzlich, ich glaube, das ist schon in verschiedenen Aussagen angeklungen, haben wir viele, viele Aussagen, die getroffen werden, die alle immer in Verbindung mit erneuerbaren Energien stehen, dass wir Speicher brauchen. Hier sind einfach nur mal exemplarisch, hier möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, Zitate aus verschiedenen Studien aufgeführt, die alle diesen Link bringen zwischen Ausbau erneuerbarer Energien auf der einen Seite und dem Bedarf an Speichern auf der anderen Seite. Das ist zwar erstmal schön, wenn das Ganze so postuliert wird, aber man muss sich natürlich nicht nur Gedanken darüber machen, was brauchen wir, sondern aus Unternehmenssicht ist es dann natürlich auch wichtig, die entsprechenden Rahmenbedingungen vorzufinden, weil die Unternehmen sind die, die investieren, und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, Rahmenbedingungen vorzufinden, die auch eine Investition dann sinnvoll umsetzbar machen. Denn ein Unternehmen macht natürlich nicht einfach aus Ideologie, zumindest nicht in großem Maße, eine Investition, die sich aber am Ende des Tages nicht rechnet und im Zweifelsfall ein großes Loch in die Tasche reißt. Und wenn man sich dann hier mal anschaut, was kosten denn eigentlich die unterschiedlichen Speichertechnologien, dann kann man hier, ist zwar relativ klein, aber dann kann man hier in der oberen Grafik sehen, wo Wasserstoff, Druckluft und Pumpspeicher einander gegenübergestellt sind, dass Pumpspeicher nicht zuletzt, auch weil es die etablierte Technologie ist, weil es die in entsprechender Größenordnung gibt, das hat Herr Dötsch eben sehr eindrucksvoll gezeigt, dass die aus aktueller Sicht und auch in der Perspektive, was so die nächsten Jahre angeht, immer noch die günstigste Technologie sein werden. Und auch wenn man sich die verschiedenen Batterietechnologien anschaut, die in der unteren Grafik dargestellt sind, da sieht man da zwar ein großes Potenzial, was man erwartet hinsichtlich Kostenreduktion, aber in den spezifischen Kosten kommt man da, laut zumindest der Studie des VDE, nicht an die vergleichbaren Investitionskosten eines Pumpspeichers heran. Sodass man also in Summe zunächst auch mal sagen kann, aus heutiger Sicht betrachtet sind, wenn man sich wirtschaftlich diesem ganzen Themenfeld nähert, Pumpspeicherkraftwerke zunächst mal die erste Alternative, die man verfolgen sollte. Und da es ja nicht so ist, wie es immer prophezeit wurde, so nach dem Motto, in Deutschland haben wir kein Ausbaupotenzial mehr an Pumpspeichern. Nicht zuletzt gibt es ja jetzt verschiedene Projekte, die sich wieder mit diesem Themenfeld auseinandersetzen. Solange es also entsprechendes Potenzial noch gibt, ist es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten natürlich am sinnvollsten, dann auch in diese Technologie zu investieren. Und deshalb werde ich jetzt auch in den nächsten Folien zunächst mal auf das Thema Pumpspeicher eingehen, denn wenn die sich rechnen, gut, muss man den nächsten Schritt gehen und schauen, rechnen sich auch andere Technologien, rechnen die sich nicht, muss man kein Prophet sein zu sagen, dass, wenn man sich hier diese Kostenverteilung anschaut, sich auch andere Speicherinvestitionen nicht rechnen werden. Hinsichtlich der historischen Erlöspotenziale habe ich hier mal entsprechend für ein Modell Pumpspeicherkraftwerk installierte 200 MW. Andere Daten, die ich hier angesetzt habe, finden Sie hier zusammengefasst, Untersuchungen gemacht, was denn ein solches Kraftwerk in den Jahren 2008, 2009 und 2010 hätte verdienen können. Sowohl auf der einen Seite am Day-Ahead-Markt, am Spotmarkt,
auf der anderen Seite aber auch inklusive der Betrachtung von Regelenergiemärkten, weil Pumpspeicher natürlich aufgrund ihrer hohen Flexibilitäten, sehr hohe Leistungsgradienten, sehr kurze Anfahrtzeiten natürlich auch für die Bereitstellung von Regelenergie prädestiniert sind. Schaut man sich jetzt hier zunächst mal die Deckungsbeiträge, den jährlichen Deckungsbeitrag, den dieses Kraftwerk am Spotmarkt hätte verdienen können, an, dann kann man zumindest schon mal sehen, dass wir in den Jahren 2008, 2009, 2010 im Bereich 5 bis 15 Millionen Euro pro Jahr gelegen hätten. Allerdings hier mit einer entsprechend fallenden Tendenz, die unter anderem natürlich auch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Denn ein Pumpspeicher lebt von der Differenz zwischen hohen und niedrigen Preisen. Und wenn die hohen Preise gerade in der Mittagsspitze durch die Photovoltaik entsprechend gekappt werden, sinken natürlich in Summe dann auch die Erlösmöglichkeiten, die ich als Speicherbetreiber habe. Was auf der anderen Seite aber sehr spannend ist, ist die integrierte Vermarktung. Das heißt, schaue ich mir noch andere Märkte an, in diesem Fall die Regelenergiemärkte, sehe ich hier einen deutlichen Hub. Hier in bläulichen und bräunlichen Farben dargestellt eben die Zusatzvermarktung am Sekundärregelreservemarkt als auch am Minutenreservemarkt. Und wie man hier jetzt ohne auf die Absolutwerte eingehen zu wollen erkennen kann, der Hebel, den ich durch solche Märkte erlangen kann, ist sehr groß. Insbesondere der Markt der Sekundärregelreserve, was unter anderem auch daran liegt, dass dies noch ein eher exklusiverer Markt ist. Ich glaube, aktuell gibt es 15 Teilnehmer oder 15 Unternehmen, die an diesem Markt teilnehmen. Bei der Minutenreserve durch die verschiedenen Pools, wo ja auch Notstromaggregate etc. zusammengefasst werden, gibt es dort, ich glaube aktuell Pi mal Daumen 35 Teilnehmer. Und dadurch sinkt natürlich auch der Preis, weil ich einen deutlich höheren Wettbewerb habe. Und insofern ist also aus aktueller Sicht gerade der Markt für Sekundärregelreserve noch ein sehr lukratives Zusatzgeschäft für die Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken. Jetzt helfen diese Absolutzahlen Ihnen aber mit Sicherheit nicht, denn man muss ja auch einordnen, heißen diese Zahlen jetzt, ein Speicher ist wirtschaftlich oder nicht, sondern man muss natürlich auch gucken, was ich entsprechend für Investitionskosten auf der anderen Seite habe und ob diese Investitionskosten entsprechend auch eingespielt werden können. Und hier ist auch eine einfache Modellrechnung dem ganzen Themenfeld mal entgegengestellt. Für dieses 200 MW Modellkraftwerk habe ich ganz vereinfacht mal Investitionskosten von 200 Millionen Euro veranschlagt, also 1.000 Euro pro kW, die mit Sicherheit noch eher konservativ angesetzt sind. Verschiedene andere relevante Zahlen hier angesetzt Richtung Abschreibungsdauer, Zinssatz etc., um das Ganze auf annuitätische Kosten umzurechnen und lande dort entsprechend in der Größenordnung von Pi mal Daumen 18 Millionen Euro pro Jahr, die ich hier tragen muss. Und wenn ich diese Werte mal in die entsprechenden Graphen kurz einzeichne, kann man auf jeden Fall schon mal sehen, alleine über den Spotmarkt kann sich ein Pumpspeicher heute nicht finanzieren. Auf der anderen Seite kann man auch ganz klar sagen, heutzutage, weil dieser Markt sich natürlich auch noch im Umbruch befindet, wir haben heute Morgen schon auch gehört, wir hatten die Umstellung von Halbjahresprodukten auf Monatsprodukte, jetzt auf Wochenprodukte bei Primär- und Sekundärregelreserve. Mal schauen, wie es noch weitergeht. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch hier die Ausschreibungszeiträume noch kleiner werden und dadurch natürlich auch Marktzutritte einfacher möglich werden. Inwieweit sich dann natürlich auch die Erlösmöglichkeiten solcher Märkte noch reduzieren. Heutzutage könnte man jetzt, wenn man diese Zahlen einfach mal einander gegenüberstellt, zumindest entsprechend auch solche Kraftwerke wirtschaftlich darstellen. Aber sie sind eben auf diese Zusatzmärkte angewiesen. Die Frage, die sich aber natürlich an Unternehmen wie dann auch die Triennel stellt, wenn ich in Speicher investieren möchte, ist, wie sieht denn das ganze Themenfeld in der Zukunft aus? Und jetzt haben wir bei Pumpspeicherkraftwerken die Problematik, wenn man so möchte, verglichen mit anderen Kraftwerkstechnologien, dass ich nicht wie bei einem GOD-Kraftwerk in Anführungsstrichen nur 2, 3, 5 Jahre Bauzeit und Projektentwicklungszeit habe, sondern beim Pumpspeicher sind wir da schnell im Bereich von 10 Jahren. Um 10 Jahre in die Zukunft zu blicken, gerade in der heutigen Situation, wo viel über Kapazitätsmärkte, neues Marktdesign etc. diskutiert wird, ist natürlich schwierig. Und noch ein anderer Aspekt kommt zu dieser ganzen Thematik. Eine Gasturbine oder ein GOD-Kraftwerk betreibe ich auch danach in Anführungsstrichen nur 15 Jahre, 20 Jahre, zumindest von der Abschreibungsdauer her.
ein Pumpspeicherkraftwerk schreibe ich auch über noch einen deutlich längeren Zeitraum hinaus. Das heißt, wenn ich heute in solche Investitionsbetrachtungen eingehe, habe ich vereinfacht gesagt mal eine Bauentscheidung oder einen Inbetriebnahmezeitpunkt im Jahr 2020 und muss aber einen Zeitraum betrachten, über den die Investition wirtschaftlich ist, der bis 2045, 2050 oder vielleicht sogar noch länger anhält. Und das ist natürlich entsprechend sehr schwierig darzustellen und hier auch ein vernünftiges wirtschaftliches Fundament nachweisen zu können. Grundsätzlich gibt es im Hinblick auf die Prognose von Strommarktpreisen entsprechende Modelle, mit denen man solche Ausblicke in die Zukunft machen kann. Stichwort Fundamentalmodelle, die hier immer genannt werden. Was machen solche Fundamentalmodelle? Sie bilden auf der einen Seite den Kraftwerkspark ab, auch die Entwicklung des Kraftwerkparks, was an Zubauten etc., Modell exogen als auch endogen aus den entsprechenden Rahmenbedingungen heraus passiert. Man bildet auf der anderen Seite den Strombedarf oder den erwarteten Strombedarf ab und matcht diese beiden. Im Endeffekt wird so ein bisschen das Börsenprozedere nachgespielt. Ich lege Angebot und Nachfrage einander gegenüber und dort, wo sich entsprechend die Kurven schneiden, habe ich am Ende des Tages dann den entsprechenden Preis. Das heißt, was jetzt meinen Day-Ahead-Markt angeht, kann ich mit allen Vor- und Nachteilen, die solche Modelle haben, da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, kann ich zumindest auf einer relativ guten fundierten Basis auch schauen, wie sollte sich denn theoretisch die Zukunft entwickeln. Jetzt habe ich aber gesagt, Regelenergiemärkte sind aktuell sehr, sehr entscheidend dafür, ob ein Pumpspeicher wirtschaftlich ist oder nicht. Jetzt habe ich auf der anderen Seite aber das Problem, dass wenn man sich die historischen Preise an den Regelenergiemärkten anschaut, es hier keine wirklichen fundamentalen Zusammenhänge gibt. Das sage ich nicht als Trianel. Das kann man aber, wenn man verschiedenste Institutionen fragt, die sich auch gerade wissenschaftlich mit solchen Themen auseinandersetzen, kann man entsprechend unterstützend sich anhören. Es gibt hier wenig fundamentale Treiber. Es gibt so leichte Zusammenhänge, so nach dem Motto positive Minutenreserve. Wenn die Preise am Day-Ahead-Markt hoch sind, dann sind auch tendenziell die Leistungspreise an dem entsprechenden Minutenreservemarkt hoch. Es gibt aber nicht so wirklich diesen 1-zu-1-Vergleich, wenn es in der Stunde X am Spotmarkt so ist, dann ist es im entsprechenden Produkt am Regelenergiemarkt genauso. Und wenn ich natürlich keine fundamentalen Zusammenhänge nachweisen kann, kann ich auch kein Fundamentalmodell ableiten. Und insofern, was macht man, um auch bezüglich der Preise von Regelenergiemärkten in die Zukunft zu schauen? Gibt es verschiedene Ansätze. Möchte ich jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen. Es gibt sehr naive Ansätze, sage ich mal, wo man einfach sagt, ich nehme meine alten Preise, die skaliere ich entsprechend des Verhältnisses, wie sich der Preis am Day-Ahead-Markt entwickelt, hoch, weil ja Regelenergiemärkte und Spotmärkte in einem direkten Konkurrenzverhältnis stehen. Das heißt, wenn der Preis an dem einen Markt steigt, würde ein Kraftwerksbetreiber auch eher in diesen Markt gehen. Dadurch wird Angebot dem anderen Markt entnommen. Dadurch würden da wieder die Preise steigen etc. Also es ist so ein bisschen ein Wechselspiel, was es zwischen den Märkten gibt. Und damit kann man natürlich so einen einfachen Ansatz auch anbieten. Man kann aber auch versuchen, zumindest wenn es kein Fundamentalmodell gibt, den fundamentalen Anteil etwas zu erhöhen, indem man beispielsweise auch Opportunitätskostenansätze basierend auf den fundamentalen Marktszenarien abbildet. Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Fundamentalmodell entsprechend angewandt. Ich weiß, wie dort die Kraftwerke eingesetzt werden und kann dann basierend auf diesem Kraftwerkseinsatz, der auch entsprechende Kosten verursacht, schauen, was müssten denn Anreize für die in Betrieb befindlichen Kraftwerke sein, damit sie nicht in den Day-Ahead-Markt gehen, sondern in den Regelenergiemarkt gehen. Aber auch das ist natürlich kein Fundamentalmodell, es ist einfach ein detaillierterer Ansatz, wenn man so möchte. Aber unabhängig von den ganzen Ansätzen muss man eine Sache auch berücksichtigen. Der Regelenergiemarkt, auch wenn es ihn schon 10 Jahre lang gibt, ist immer noch nicht mit Sicherheit am Ende der Entwicklung angekommen. Wir haben letztes Jahr noch gesehen, dass sich Ausschreibungsparameter verändert haben, kürzere Produkte, geringere Mindestgebotsgrößen etc. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da auch noch nicht am Ende sind. Und solche Strukturbrüche haben natürlich auch immer Einfluss auf die Preise. Insbesondere ist man natürlich bestrebt, die Preise an den Regelenergiemärkten auch entsprechend zu reduzieren. Und insofern muss man natürlich auch sagen, egal welchen Ansatz man verwendet, viel mehr Möglichkeiten hat man eigentlich eh nicht, als dann wirklich Zahlen in Anführungsstrichen zu würfeln, muss man trotzdem sich darüber im Klaren sein, egal
Wie gut man versucht, die aktuelle Thematik zu modellieren, es kann einfach exogen so viel passieren, was einem die ganzen Überlegungen natürlich auch entsprechend kaputt macht. Irgendwie muss man auch versuchen, das mit in solche Überlegungen mit einzubeziehen. Vom Grundsatz her, deshalb auch hier nur ganz schematisch dargestellt, kann man natürlich mit den entsprechenden Preisen dann, also wenn ich über ein Fundamentalmodell mir Day-Ahead-Preise abgeleitet habe, wenn ich über welchen Ansatz auch immer dazu gekommen bin, Regelenergiepreise abzuleiten, auch mittels Kraftwerkseinsatzsimulationen für ein geplantes Kraftwerk schauen, was habe ich für zukünftig erwartbare Deckungsbeiträge, was habe ich auf der anderen Seite für Investitionskosten, Finanzierungskosten etc. Passt das zusammen? Habe ich eine entsprechende Rendite, ja oder nein? Und wenn man sich hier mal exemplarische Ergebnisse anschaut, die an der Stelle jetzt nicht von uns sind, sondern hier habe ich mir Ergebnisse von dem Beratungsunternehmen Enervis, hier auch aus Berlin ausgeliehen. Die haben im Endeffekt solche Betrachtungen gemacht, bieten ja auch selbst entsprechend Fundamentalmodelle an. Und im Endeffekt kommen die zu einer Aussage, dass man sagt, ja, mittelfristig, das ist hier so ungefähr der Zeitbereich ab 2020, entsprechend auch Phase 2 von dem, was Herr Koch vor einer Stunde Pi mal Daumen vorgestellt hat, kommt man oder kann man in einen wirtschaftlichen Bereich kommen, aber mit Sicherheit eben nicht nur über die Vermarktung am Day-Ahead-Markt, am Fahrplanenergiemarkt, sondern mit Sicherheit hier auch mittels Vermarktung an den Regelenergiemärkten oder sogar, was die Enervis hiermit abgebildet hat, über auch noch die Zusatzerlösmöglichkeiten, die ich über den Intraday-Markt habe, weil ein Pumpspeicher, so flexibel wie er ist, kann natürlich gerade auch dann am Intraday-Markt mit kurzen Vorlaufzeiten nochmal eine ganze Menge an kurzfristigem Geschäft realisieren. Wichtig ist aber, deshalb kann man das Ergebnis hier jetzt auch nicht als Pauschale stehen lassen, so nach dem Motto, Pumpspeicher rechnen sich ab 2020. Es hängt natürlich stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Nicht jeder Standort kostet gleich viel. Hier müssen also entsprechend die spezifischen Investitionskosten mit berücksichtigt werden. Andere regulatorische Rahmenbedingungen, wo Herr Nick Kleptin bestimmt auch nachher noch darauf eingehen wird, was wir in den letzten Monaten an Diskussionen hatten, Stichwort Netzentgelte, Stichwort EEG-Umlage bei Speichern etc., sind natürlich alles so entsprechende Aspekte, die auch durchaus große Einflüsse auf das ganze Thema Wirtschaftlichkeit haben können. Und wenn ich dann kurz zum Ende komme mit den wesentlichen Punkten, die ich hier angesprochen habe, kann man am Ende des Tages eigentlich nur zu der Aussage kommen, die ist relativ schwammig, dass eine Wirtschaftlichkeit von Pumpspeicherkraftwerken aus heutiger Sicht nicht sichergestellt ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, Pumpspeicher rechnen sich, ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, sie rechnen sich nicht. Es ist einfach unwegbar, weil viel eben auch von anderen Märkten, von Sekundärmärkten abhängt, vielleicht auch entsprechend von den regulatorischen Rahmenbedingungen. Denn wenn es auch ein Credo sein sollte, dass wir Speicher brauchen, dann muss man natürlich auch zusehen, dass Speicher sich rechnen können, denn ansonsten wird natürlich ein Unternehmen nicht in eine solche Thematik investieren. Und ein Punkt, weil es geht ja hier nicht nur um Pumpspeicher, sondern eben auch um Speichertechnologien, um die Klammer zur zweiten, dritten Folie auch zu schließen. Wenn das Thema bei Pumpspeichern natürlich schon nicht sichergestellt ist, müssen wir uns zumindest heutzutage keine Gedanken darüber machen, dass in den nächsten Jahren oder in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn nicht irgendwelche Kostensenkungsexplosionen stattfinden bei anderen Speichertechnologien, dass sich diese nicht wirtschaftlich im Markt wiederfinden werden. Damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende angelangt und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus